Ein Highlight ist der AGV, also ein automobilfahrender Roboter in Kooperation mit der Firma Baumüller. Wir sehen unseren Melfa Assister, unseren kollaborativen Roboter, der auf diesem beweglichen Transportvehikel durch die Gegend fährt. Wir sehen die Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnerfirmen, einmal ein Kamerasystem von der Firma Sensopart, ein Greifersystem von der Firma Zimmer und Bereichsscanner von der Firma SICK. Und alle Komponenten kommunizieren natürlich mit dem Robotersystem, um eine sichere Applikation gewährleisten zu können. Zuerst sehen wir eine Applikation von einem Partner aus der Umgebung, die Firma Jam Automation, eine einfache Pick-and-Place-Applikation. Hier wird ein elektrischer Greifer verwendet, der auch direkt mit dem Kabelbaum durch den Roboter geleitet wird. An dieser Applikation sehen wir die Zusammenarbeit mit verschiedenen Firmen im Punkto Software. Unsere Software, die RT Toolbox 3, bietet verschiedene Möglichkeiten, Partnerfirmen mit anzubinden. Wir können eine Vorinbetriebnahme machen für die Kommunikation über Ethernet. Das heißt, ich brauche nicht unbedingt einen Roboter, um meine Applikation programmieren zu können. Der Kunde kann direkt starten. Hier sehen wir den Anschluss von der Firma Azuril mit einer Applikation, wo Teile sortiert werden. Der Cobot, der Melfa Assister. Wir zeigen hier die einfache Programmierung. Hier können die Kunden ausprobieren, wie man mit einem Cobot agiert, wie man ihn programmieren kann und bekommen direkt ein Feeling vom Robotersystem. Die Zusammenarbeit mit der Firma SICK für die Lösung S-Bot Speed. Hier wird ein Bereichsscanner angeschlossen an den Robotercontroller und wir können bestimmte Bereiche ausschalten und in bestimmten Bereichen langsamer fahren und auch wieder schneller fahren. Jedes Training, was hier vor Ort durchgeführt wird, wird an den Roboterzellen gemacht. Verbaut sind einmal ein SCARA-Roboter und einmal ein Knickarm-Roboter. Hier ist ein ESD-Roboter verbaut mit einer Zertifizierung für die Elektronikfertigung. Man sieht eine andere Farbe vom Cover. Das ist eine silberne und leitfähige Lackierung, um diese ESD-Zertifizierung zu bekommen. Bei der Zelle mit dem Knickarm-Roboter sehen wir die Zusammenarbeit wieder mit verschiedenen Partnerfirmen, aber auch, wie man Punkte einlernen kann und besonders leicht bei Schulungen auf Fragen eingehen kann, zum Beispiel mit der schrägen Entnahme aus einem Tray. Mein Name ist Michael Finke, ich freue mich, dass ich heute das Ratinger Roboterforum vorstellen kann.